Hallo Leute und willkommen zu meiner Review zu Fear the Walking Dead, Staffel 2, Episoden 1 und 2. Heute gibt es das im Doppelpack. Letzte Woche war ich leider komplett nicht da. Ich habe mich Dark Souls 3 eine Woche lang hingegeben, daher gab es keine Videos. Jetzt aber doch mal der kleine Hinweis an euch, weil Fear the Walking Dead so interessant, so beliebt ist, gibt es heute Abend um 20 Uhr dazu einen Livestream. Von vornherein gleich mal erklärt, da können wir auch über vieles anderes nochmal reden. Auch nochmal über das vergangene Walking Dead Finale, das ist jetzt 2 Wochen her. Wie geht's euch danach eigentlich? Könnt auch gerne mal gleich in die Kommentare schreiben. Jetzt aber zu den beiden Episoden. Nach der ersten Staffel mit 6 Folgen war ich nach wie vor ein wenig enttäuscht. Ja, es kommt aus dem Hause AMC, auch ein bisschen so aus der Feder von Kirkman. Was heißt ein bisschen? Naja gut, Serien halt, ist eben nicht der Comic. Aber in jedem Fall finde ich es bisher immer noch schwach. Ich fand die erste Staffel, sie war okay, für mich jedenfalls. Die Meinungen gehen ja ganz weit auseinander. Also die einen sagen hier, okay, pass auf, das Ganze ist interessant, weil das geht total gut auf die Charaktere ein, wir lernen sie besser kennen. Wir lernen das so von Day One aus, wirklich, wie dann die Seuche sich ausbreitet, wie die Städte niedergebrannt wird. Jetzt, das haben wir am Anfang der ersten Episode gesehen. Und dann wiederum andere, genau wie ich halt, die dann sagen, ja, aber die Charaktere finde ich irgendwie trotzdem nicht interessant. Und irgendwie ist es langweilig und irgendwie benehmen die sich so total doof. Ich weiß nicht, es muss halt wirklich an unserer Abgebrühtheit liegen aus Walking Dead und vielen, vielen anderen Zombie-Filmen aus den vergangenen Jahrzehnten. Seit es sie gibt, wissen wir genau, schlag in den Kopf ein. Gut, man muss dazu sagen, für viele, die das vielleicht bisher immer noch nicht gewusst haben, in dieser Welt von Walking Dead und Fear the Walking Dead, ist ja dasselbe Universum, ist es nun mal so, dass die Charaktere keine Zombie-Filme kennen. Das ist so, sie hatten das noch nie, sie haben darüber quasi noch nie nachgedacht und dementsprechend haben sie auch keinerlei Ahnung und Erfahrung, wie man damit umgehen muss. Okay, jetzt macht jeder seine eigenen Erfahrungen damit und vielleicht ist es jetzt einfach nur der Anfang, der für mich und ein paar andere eben auch so schleppend voranläuft, weil die erste Staffel, ich finde die Charaktere nicht packend. Wenn es wenigstens das wäre, wo ich sage, ey, geil, den mag ich und so weiter. Der Einzige, der mir minimal sympathisch ist, ist Nick, der kleine Drogenabhängige, der sich inzwischen in diesen ersten beiden Episoden besonders nochmal stark verändert und gewandelt hat nach seiner Drogenabhängigkeit. Versucht er sich immer mehr als effektives Mitglied einzubringen und zu erweisen. Ich denke auch Victor Strain, der Bootskapitän, dessen gottverdammtes Boot das nun mal ist. Ich hoffe, ihr habt das alle verstanden, das ist sein Boot. Der ist ja auch ein interessanter Charakter, sage ich mal. Aber bisher wirkt er einfach nur so wie das große Arschloch, das irgendwie den Ton angeben will. Weiß aber auch ganz genau, dass er hier ziemlich auf sich alleine gestellt ist und die anderen da schon eher eine Gruppe einfach bilden und er nur so, ja, der rettende Anker. Also sie brauchen sich ja irgendwo gegenseitig. Alleine wäre, denke ich, auch in seinem Bewusstsein nicht klargekommen. Dementsprechend trifft er aber nach wie vor die Entscheidung, dass die Leute auf dem Wasser in der ersten Episode dort nicht gerettet werden. Warum? Gut, seiner Aussage nach hatten die keine Vorräte und die anderen natürlich auch nicht. Und dementsprechend sage ich mir, aus meiner Erfahrung heraus hätte ich gesagt, okay, würde man jetzt schon eine große Gruppe bilden, wäre das von Vorteil, weil man kann sich besser organisieren, man kann besser Sachen besorgen gehen. Klar, man braucht auch immer ein bisschen mehr, hat alles sein Für und Wider. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt immer die Gefahr, wenn sich einer verwandelt, klar, dann bricht wieder der Virus aus in der Gruppe. Auf der anderen Seite, je mehr Menschen da sind, umso leichter ist es, das auch wieder aufzuhalten und zu bemerken. Wohingegen, wenn man dann zu zweit ist und der andere stirbt im Schlaf und den anderen umbringt, naja gut, dann ist das auch vorbei. So ungefähr. So, auf jeden Fall war die erste Staffel für mich jetzt sehr trocken und die ersten beiden Episoden der zweiten Staffel fand ich auch nicht überragend. Die erste, wie gesagt, komplett auf dem Wasser. Was schön anzusehen war, war vielleicht die kleine Alicia, die an dem Funkgerät angefangen hat, da einen Typen kennenzulernen und zu flirten. Es sah irgendwie ganz niedlich aus, aber dann denke ich mir wieder, wenn ich sowas sehen will, dann schaue ich mir einen romantischen Kitschfilm an oder von mir aus Twilight im schlimmsten Fall. Und trotzdem, also versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das passte mir dort nicht so rein, vor allem nicht jetzt, einfach am Anfang. Da versucht man gerade so mit den neuen Umständen dieser Welt klarzukommen. Und ohne überhaupt einen Tag auf Wasser verbracht zu haben oder vielleicht gerade so, fängt die da an, irgendwie einen Typen kennenzulernen und süß zu finden scheinbar. Und will ihn unbedingt retten, weil er dann irgendwas erzählt. Wer weiß, ob es stimmt. Ist ja jetzt eine ganz große Frage eben, ob dieser Typ letztlich die große Gefahr darstellt. Ob er zu denjenigen gehört, die dieses andere Boot, ja, zerstört haben und die Menschen da drauf getötet haben. Das ist jetzt gerade, wo ich sage, okay, das bildet etwas Potenzial, dass die Menschen auf See jetzt schon so ausarten, so brutal zueinander sind, anstatt einfach mal gemeinsam zu sagen, hey, wir probieren alle zusammen zu überleben. Es wäre doch irgendwie sinnvoll.
Gut. Dementsprechend stehe ich jetzt da und denke mir, ja, die Episode, die Serie bietet sehr, sehr viel Potenzial, aber ist bisher immer noch nicht so. Die zweite Episode hat es nochmal gezeigt, okay, man geht an Land, man findet Menschen und hier wird wenigstens ein sehr, sehr interessantes Gesellschaftsthema nochmal aufgegriffen und zwar Suizid. Der Vater denkt halt daran, irgendwie jetzt schon seine Familie zu vergiften, alle umzubringen, vorsorglich, damit sie eben nicht in so einer schrecklichen Welt leben muss oder damit sie alle dort nicht leben müssen. Weil es ist natürlich hart und wer damit nicht klarkommt, gerade kleine Kinder jetzt groß zu ziehen, ohne selber so, ich sag mal, Tyrese zu sein, der einfach mal kräftig ist und keine Ahnung was alle umbringen kann oder wie Daryl und Rick, wie sie einfach diese Fähigkeit relativ schnell sich angeeignet haben. Der Einzige, der hier wirklich Kraft hatte, war der älteste Sohn, der dann mit der Spitzhacke rausgeht, die Zombies am Zaun, okay, tötet, fragte mich gerade auch so, okay, war der Zaun vorher da oder haben sie den extra aufgestellt? Egal, in jedem Fall finde ich, diese Familie war dann halt auch so, ja, gut, schnell Geschichte, ne? Die Tochter musste ja ausgerechnet eine von diesen Pillen schlucken. Das fand ich wieder interessant, dass ausgerechnet Nick natürlich direkt die Ahnung davon hatte. Hey Leute, also der Typ, der ist nicht normal und so. Das war irgendwie noch gut. Aber das war es auch. Das war es wirklich. Ich habe dann auch den Chris nicht eingesehen. Klar, okay, man hat vielleicht das erste Mal Metzelfreude dran im jugendlichen Alter und sagt, okay, die sind eh tot, jetzt muss ich irgendwie meinen Frust, meine Wut rauslassen. Er schnappt sich Spitzhack und tötet ein paar. Das war okay. Wie gesagt, da gab es andere Sachen, andere Sequenzen, Szenen, wo ich sage, ich bin da viel begeisterter. Ihr merkt schon, ich spiele das Ganze vielleicht so ein bisschen runter gerade. Trotzdem bleibe ich an dieser Serie dran, einfach weil ich mir sage, wie gesagt, es ist eben immer noch von AMC und ich denke, die können das noch drehen. Jedenfalls wurde uns das so erzählt. Ja. Ich will nicht sagen versprochen. Sie haben aber von sich aus gesagt, die Staffel wird mega gut und keine Ahnung. Ich glaube 15, vielleicht 16 Episoden diese Staffel. Dementsprechend noch ein paar Wochen, die wir da uns damit beschäftigen und selbst wenn das fertig ist, dauert das nicht mehr lange, bis dann wieder Walking Dead weitergeht. Wer auf seine Zombies also nicht verzichten möchte, hat hier immerhin eine zweite Serie, an die er sich ranhängen kann. Alternativ biete ich euch nochmal Z Nation an, da läuft die zweite Staffel gerade auf dem Sky-Sender Sci-Fi. Und die erste Staffel gibt es inzwischen auf Blu-ray, habe ich letztens erst im Mediamarkt gesehen. Kann man sich alles organisieren, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr lustige Serie, die ein bisschen schleppend ist, weil es eine Low-Budget-Serie ist, aber wie gesagt, habe ich schon oft empfohlen, damit muss man sich auseinandersetzen. Ansonsten Walking Dead, wie gesagt, Finale ist 2 Wochen her. Ja, inzwischen habe ich damit abgeschlossen. Ich freue mich auf die nächste. Ich kann es eigentlich, ja, was heißt, ich kann es kaum erwarten. Eigentlich bin ich in Gedanken gerade nur noch bei Game of Thrones. Daher hoffe ich, es geht euch auch so. Dazu habe ich übrigens ein paar Videos gemacht. Ihr wisst ja, es gab vor kurzem erst einen neuen Trailer. Den findet ihr hier nochmal, könnt euch gerne nochmal ansehen. Ansonsten auch in der Videobeschreibung. Oder eben meine Charakterbeschreibungsvideos. Bisher gibt es 3 davon. Ich versuche jetzt noch ein paar rauszuhauen, sofern ich die jetzt organisiert bekomme. In jedem Fall ein paar interessante Sachen dabei. Auf jeden Fall gibt es heute Abend, wie gesagt, einen Livestream. Sagen wir 20 Uhr, 20.30 Uhr. Folgt mir am besten auf Facebook, auf Twitter. Da könnt ihr mich dann nochmal anschreiben. Da seht ihr dann, wenn ich was poste. Ihr findet die Links auch unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ja, wem es gefällt, abonniert den Held. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann.